Herzlich willkommen zurück bei Pippins Viel Lieferung zu spät, in ich sag Hogwarts Pippin. Legacy. Und jetzt wollen wir ihr hier den Unsichtbarkeitszauber bringen und schauen, was wir dadurch kriegen. Madame Le Wang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Hier sind die Tränke. Warum haben Sie sie dann gekauft? Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Okay. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Kein Problem. Na komm, nimm an. Ja, warum dreht er es denn nicht? Unsichtbarkeitszauber? Nehmen. Ach so, ich muss L1 loslassen. Upsi. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Eine gute Wahl. Genau das hätte ich auch ausgesucht. Ja, die hat jetzt Danke nicht so für viel den Auswahl. Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Okay. Zurück zu Mr. Pippin. Diesmal nutze ich aber Flohzauber, da sind wir deutlich schneller. Auf geht's nach Hogsmeade. Genau, mach das mal schick. Kommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ja, erstmal lasse ich dich wissen, dass wir jetzt Geld bekommen. Ich
habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Es war kein Problem. Sie ist echt schwierig. Na, schauen wir mal. Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Die Lieferung der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine extra Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. Ja gut, ne? Dreistigkeit kann auch mal... Oh, Stufe 15. Wup, wup. Und wir haben noch was bekommen von Mr. Pippin. War das ein Hut? Nee. Hm. Okay. Offensichtlich nichts Wichtiges. Naja, ist nicht so wild. Gehen wir gleich zur nächsten Aufgabe. Und zwar der Raum der Wünsche. Beschwörungszauber, Zauberanweisung für Beschwörung. Okay. Würde aber wahrscheinlich erstmal gerne einen Fluch lernen, bevor ich zu Weasley gehe. Dementsprechend zurück nach Hogwarts. So, Karte von Hogwarts. So, ich muss nochmal versuchen zu behalten, wo ich jetzt den Glockenturm... Ravenclaw-Turm, Gemeinschaftsraum von Slytherin. Da will ich gerne hin. Vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ich habe was kaputt gemacht, sorry. Ist keiner wach? Naja, ist ja auch spät. Ich glaube, hier geht es zu den Schlafsälen. Ich würde gerne mal wissen, wenn ich jetzt hier in so einen Schlafsaal gehe. Ob dann morgens ist. Das sind die, die ich schon bekommen habe. Okay. Das hier scheint dann aber mein Bett zu sein. Okay. Aber es passiert nichts. Ich kann es wohl leider nicht zum Tag werden lassen. Es sei denn, das war gar nicht mein Schlafraum. Schade. Okay. Dann wollen wir doch mal zu Sebastian. So. Auf nach unten. So, jetzt
Bin ich mal gespannt, was er von mir will. Oh, hier drüben. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Okay. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Okay. Der ist die Professur noch nie aufgefallen? Interessant. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich noch mal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Revelio! Hier gibt es auch noch ein paar Truhen für mich. Nicht identifizierter Gegenstand Kopf. Okay. Ja, die Brille ist aber schlechter, aber sie können wir verkaufen. Bringe dies zum Raum der Wünsche, um die Qualitäten zu enthüllen. Interessant. Das können wir dann nach... Ich glaube, den kriegen wir mit Professor Weasley. Ich stand damit bei, ne? Revelio. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was Sebastian jetzt vorhat. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das ist lächerlich, das klingt gefährlich. Naja, wir sind natürlich Slytherin, ein bisschen badass, ne? Das ist ja lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Dann bin ich mal gespannt. Perfekt. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit... Ja,
Wo ist denn Confringo? Da. So, ich würde mal sagen, wir machen mal einen Kampf. Einmal hier unten den. Oben Confringo. Expelliarmus. Und dann machen wir noch mal Levioso. Genau, sehr schön. So, ja. Takt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Protego! Excellent! Achso, ich muss so wechseln, entschuldige. Confringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich. Confringo! Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Es ist fast zu viel. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen, ja. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Auf jeden Fall. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist, Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fick und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre. Ich werde dir die Wahrheit sagen, ich bin nicht bereit, dir alles zu erzählen. Ja, wollen wir ihn uns anvertrauen? Er hat sich auch für uns hingeschmissen, seinen Kopf hingehalten, so von wegen, ich bin alleine, ne? Machen wir einfach. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Definitiv. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ich hoffe, dass wir mit Sebastian einen zuverlässigen Freund haben, der das nicht weitererzählt. Aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir das Professor Weasley erzählen. Oh oh. Hallo Sebastian. Warte.
Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Ich sag nicht, dass Sebastian. Ich halt auch für ihm meinen Kopf hin. Jetzt wundert mich das auch, warum er uns am Anfang nicht angeguckt hat. Ich habe erst am Anfang gedacht, dass das ein Glitch war oder irgendwie. Jetzt wissen wir es. Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Drohungen sind unnötig, ich sage nichts versprochen. Wir stellen uns mal gut. Glaub mir, Ominous, ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Oh oh. Hoffentlich ist Sebastian da nicht böse auf uns. Ich hoffe es mal zumindest. Oh, wir haben hier unten noch einen Nebenauftrag. Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Schauen wir uns das mal an, was er möchte. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Oh, danke. Ich hatte ganz schön viel Glück. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Sie können unheimlich sein. Wovor... Sollte man da Angst haben, erschrickst du auch vor deinem Schatten. Du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst das vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren erschütternd. Sie fressen nämlich Popel. Egal wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Na, dann wollen wir mal. Klingt spannend. Na gut. Ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Der hat irgendwie was von Neville. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Das würde ich mir gerne anschauen. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz dann hier einiges anpassen. Wenn das nicht mehr entsprechend Kampf sein soll, dann würde ich das ein bisschen anpassen. Oh no. Lumos. Genau.
Kräuterkunde-Abteilung. Ah, verlaufen. So. Was haben Sie jetzt vor? Das weiß ich auch noch nicht. Oh. Oh, wie komme ich denn hier nach unten? Hier vielleicht? Nee. Oh, die Professorin ist auch noch hier. Ich habe nur mich umgeschaut, ganz normal. Ich habe nichts gemacht. Sorry, Professor Garlic. Okay. Oh, hier vielleicht. Nee, hier auch nicht. Rebellion. Wie komme ich denn da hin? Hier vielleicht gar nicht hier drüber? Nee, tatsächlich nicht. Hätte ich mal von Anfang an den Wegweiser genommen. Okay. Die Rüstungen schnauben und reden einfach mal. Hi. Oh, sie hat mir zugewunken. Hallo. Oh, okay. Das sind wieder die Pflanzen, die Musik machen. Sehr schön, dass der uns nichts tut. Hier ist auch noch nichts. Oh, eine kleine Imkerei hier. Hier geht's aber weit nach draußen. Okay, okay, okay. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Das können wir mal ausprobieren. Inzendium. Ab rein da. Da bin ich ja mal gespannt. Uff. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Und was uns hier drin erwartet, kommt natürlich dann in der nächsten Folge. Seid dabei. Ciao.